Mit Teams ist ja okay, aber sonst boykottiere ich. Was haben wir? Ah, wir haben Sonic und Cloud. Wir haben also Team Evil versus Team Jumpman. Ja, ich bin schon biased. Ich will, dass sie wieder komische, lustige Sachen machen. Ja, oh mein Gott. Das ist so geil. Oh Mann. Ich werd das enttäuscht, dass sie diese behinderten Sachen nicht gegen uns gemacht haben. Vielleicht hatte sie Angst. Ja, wir waren dangerous. Wir waren Kängurus. Wow. Aber was ich wirklich interessant bei ihm finde, wenn mein Teampartner so direkt neben mir steht, habe ich immer voll die Hemmungen. Aber sie stehen die ganze Zeit ineinander drin und es ist denen so voll egal. So. Ja, die haben halt so eine unglaubliche Synergie halt. Ja, das feiere ich richtig hart so. Das ist ziemlich krass. Auf jeden Fall. Ganz mal ehrlich, ich denke aber auch, sowas ist wirklich so das beste Team, das man theoretisch haben kann. So. Also gewissermaßen eine der besten Formen. Das ist schon lustig, so Zwillingsbruder-Team. Ja. Mann, ist schon echt gut. Auf jeden Fall bestes Doubles-Team. Die stehen auch immer sehr geordnet so. Stehen Oh Mann, gerade als wir sie anfangen, bekommt ein Team KO. Oh war selten passiert, das ist die ganze Zeit. Commentate das Curse. Nein! Das ist einer meiner Lieblings-Sonic-Zitate, wobei ich das alte Brawl-Zitat vermisse. You're too slow! Das kann er auch immer noch sagen, oder nicht? Nein. Mann, was sagt er dann? Lichtgeschwindigkeit! So, ja. Wow. Aber an sich so ist wirklich so, Sonic ist echt ein mega guter Support, also. Weil er super schnell vor Ort sein kann und weil seine Throws wirklich mega gut sind. Guck dir den Throw an. So, die Throws? Selbst wenn du es taggst, so, ist mir einfach mega flach. Die Throws sind sehr gut, um Teamcom zu machen. Ja. So, und Cloud ist halt gut in Teams. Das ist schon auch ein nices Team. Oh man, ich will kein Cloud in Teams haben. Dreh. Boom. Der Double Dab von Luigi. Machen wir halt einfach. Mm. Ja. Shoutouts to Jake Paul. Dab on the haters. Wunderschöne Zeit. Oh nein. Wie shit. Jeder kann auch auf jeden Fall gewinnen. Und oh, haarscharf überlebt. Ja, Level Cloud ist gefährlich. Ja, und das ist eigentlich so. Keine Ahnung. Nein, den Stock ist liegen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Vorteil für Team Rot auf jeden Fall. So, Cloud kann natürlich früh killen mit seinen Sachen. Ja, Luigi könnte auf jeden Fall schon töten. So, okay, jetzt ist weg. Rip. Ja, so schade für ihn. In Doubles. Cloud kann so leicht Limit in Doubles kriegen. Ja, weil es stehen sie unter Druck so. Ja, dafür setzen sie gerade den Sonic ziemlich unter Druck halt stattdessen. Eine gute Strategie, so zwei. Ja. Auch gar nicht so einfach, Sonic so zu zweit attackieren, aber so schnell. Ja, ich glaube mal, das ist aber auch deren Taktik so. Ein bisschen habe ich das Gefühl so. Ja, das ist generell, wenn jemand wirklich auf Zwang kämpft, dann kann man zu zweit auf anderen so und so. Ja, aber der andere, Sonic ist weg. Oh, das machen die jetzt? Oh, einfach die Back-Air. Einfach BAM! Er durfte ja auch sterben, so. Ja. Also selbst wenn er nicht hochgekommen wäre oder so. Ne, das sieht echt gut aus für sie. Ich glaube, die haben bisher noch nichts gedroppt. Die haben auf jeden Fall nichts gedroppt. Die werden auf jeden Fall Erste hier rauskommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann ist Mega Man aber eigentlich auch immer ziemlich nice in Doubles. Double? Irgendwie hat er heute mehr Lust auf Sonic, so. Ja. Eigentlich stehen wir ja immer mit Robin dann, wenn der da ist. Ja. Robin ist irgendwie heute nicht da. Mhm. Schade.
Er ist ja eigentlich einer der Stammgäste in NIT. Ja, und einer der Leute, mit denen ich auch tatsächlich ein bisschen rede, wenn er da ist. Also für WWG, vergiss nicht, du musst die Lautstärke des Mikros im Auge behalten. Boah, das war voll laut. Voll gut. Naja, so laut muss es auch nicht sein. Was ist das eigentlich? Ist das ein Spuckenschutz oder ist das, dass die Stimme besser klingt? Geräusche, das ist glaube ich ein Rauschfilter. Das soll das Pusten halt wegmachen. Ach so, das. Beim Reden halt kann ja eventuell ein ganz neues Kessel dieses so. Ja, klar. Okay, let's go! Ich glaube, das ist das letzte Spiel heute Abend, oder? Ja, das ist das letzte. Stimmung! Hype! Oh mein Gott! Genau, wir haben hier richtig geile Mega Man Musik. Schade, dass wir hier keinen Mega Man haben. Hä? Wieso ist das Mega Man Musik? Das Mega Man. Oh, aber über diese gemoddeten Views, ey. Ah, ich liebe gemoddete Musik. So, die sind meistens richtig geil. Das ist toll, das ist die. KK Slider kann keine Mega Man Musik machen. KK Slider kann nur KK Slider machen. Boah, die Füße. Der Dab. Oh mein Gott! Destruction! Die Double Destruction! Ja. Let's go! Boah, das ist nice einfach. Shoutouts an D1. Das ist so lustig, die machen einfach so, weißt du, die hauen einfach so Sachen raus. Das ist Smash, das sind Fairs, vor allem der Mario so. Oder irgendwie Fehlzündung oder so. Was machen sie? Die machen das einfach, irgendwas. Aber das irgendwie funktioniert das dann auch teilweise, ne? Was? Das hat funktioniert? Oh. Oh nein, die Spring! Die Spring! Das ist Loch von Menace. Da fällt mir so ein, ich frag mich, wie sie Mario designen werden fürs neue Smash. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie Cappy reinpacken werden. Daher. Ach so, das, ja. Ja. Könnte ich mir vorstellen, so. Im Brawl haben sie ja Flap reingepackt. Aber, weißt du, halt, wie gesagt, aber die anderen Fähigkeiten, die hat, sind also eigentlich alles wichtige Mario-Fertigkeiten. So. Na, das Ding ist, Nintendo geht eher auf aktuellere Sachen. Zum Beispiel haben sie Wario nicht wie Classic Wario designt, sondern eher so wie WarioWare-Ära Mario. Ja. Weil, aber guck mal, das Ding ist halt, der Mario Tornado war ja noch sehr einfach auf Downer zu legen, so, und der war auch nicht so wichtig. Ich meine, aus welchem Spiel war der bitte? Keine der war aus Super Mario World theoretisch gesehen. Ach so. Kennst du diesen Dreher, den Mario macht? So einen diesen Dreher, ja, den er macht. Das soll das sein, echt? Ja. Okay. Ja, aber das ist, ich meine, das Cape ist aber schon sehr ikonisch. Das, ich meine, das ist das von Cape Super Mario World und das, ja, ist ein sehr, sehr beliebtes Spiel. Genauso wie der Dreher. Aber das Ding ist, Super Mario World, wie alt ist das so? Und wie viele Leute haben das wirklich gespielt und haben da eine Verbindung dazu? So. Ja, aber was ist mit dem Sprungschlag? Ich meine, Sprungschlag sagt ja nur, okay, er kriegt Münzen, wenn er gegen was springt, so eigentlich. Das könnte man, finde ich, am ehesten rausnehmen. Na, das ist aber, der Sprungschlag ist theoretisch alles, was Mario verbindet, ikonisch gemeinsam. Ganz ehrlich, Luigi hat noch 3 Stops, das geht eigentlich ab. Mir ist aufgefallen, dass, oh nein! Getty kann unglaublich lange überleben, so. Ja, gell. Okay. Er ist echt schwer zu killen, das ist echt so. Oh. War das schon wieder? Nein. Okay. Sieht's aus? 2,5 Stocks gegen 1,5 Stocks. 2 Stocks gegen 1,5 Stocks. Es geht, das ist noch machbar. Solange Klau. Solange jeder noch einen Stock hat, das finde ich, das ist immer machbar, so. Es lebt. Jetzt 2 gegen 1 Klau muss überleben. Okay. Netz. Okay. Jeder Cloud hätte überlebt. Also jetzt wird es extrem schwer, weil es halt ein eingespieltes Team ist. Das kann halt 2 gegen 1 gut spielen. So. Ob Sonic. Ich weiß nicht, ob ist Sonic gut gegen 2 gegen 1? Er ist theoretisch schnell. Ja, gewisse Charaktere haben es ja einfacher 2 gegen 1. Und ich denke, ja. Sonic kann sich schon rauswuseln, so ein bisschen. Genau. Aber trotzdem, so insgesamt. Muss halt alles nur safe spielen, wirklich so. Denk. Er muss den ultimativen Cancel Sonic. Ja, aber er kann halt sein Movement auch nicht genauso benutzen, weil er dann. Er wird halt, wenn 2 Leute da sind, wird er leicht abgefangen, aber trotzdem. Oh, jetzt kommt's. Oh, Fall. Oh Mann.
Mal gucken, was gemacht wird. Er hält noch eine Weile durch, so, ne? Auf jeden Fall. Das ist ziemlich nice eigentlich. Oh, und kommt da was? Jetzt wollen sie das Style. Una! Help ihn! Willst du? Gib ihm den Missfire! Oh, komm schon! Buh! Weg mit ihm! Ich bleib so drin. Sie wollten das echt machen, ciao! Guck mal, schade, let's go! Guck mal! Echt nice! Wow, aber jetzt wird's langsam, also ich glaub... Oh mein Gott! Jetzt würde ich's lieber finishen, so an der Stelle, so. Jetzt würde ich echt nicht mehr stylen. Okay. Oh, einfach so ab, Bro. Einfach so weg mit dem hier. So. Mario, der normalerweise eigentlich gar nicht so richtig fehlt. Das sah lustig aus. So einfach so.